So, und da sind wir wieder bei Space Base. Startopia. Mit mir, Zigaro. Und wir entscheiden gerade, wie wir unsere Kätzchen da verbessern. Ich finde, Entspannungsbedürfnis plus 10, Infektionschance von Krankheiten plus 50 ist heftig. Wir wollen mal nicht übertreiben. So, sonst müssen hier noch halt die ganzen Räume repariert werden. Ich hoffe, dass es durchgeführt wird. Der Arcade-Raum ist auch ein bisschen kaputt gegangen. Wir brauchen halt ein bisschen mehr von unseren Robotern. So. Springen wir doch mal runter in unser Mega-Deck. Ich nenne es jetzt mal aus Prinzip so, weil es einfach nur, ich finde, gut gebaut ist. Und wir haben halt irre viele Warteschlangen, ne? Das ist auch nochmal so eine Sache. Okay, unser Ziel, wie ihr hier seht, ist, dass die Disco-Besucher mehr werden müssen und das Café mehr besucht werden muss. Und die Lotterie. Also eigentlich müssen wir das da oben nur laufen lassen. Und für ein Bonusziel sollen wir HEGs benutzen. Das sind diese Dinger hier. Und ich finde, wir könnten mal das Ding holen. Packen wir hier rein und wumms. Öffnen es für unsere Leute für einen Aufenthalt in unserem Krankenhaus. Wo eigentlich ziemlich gut operiert wird. Also was soll ich sagen, operiert? Es wird hier halt ziemlich gut alles durchgeführt. Das Problem ist, was ich finde, ist, ich habe bis jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, ob auch neue Objekte hier eingeführt werden können. Nach und nach. Das wird nochmal interessant rauszukriegen. Also es wird nochmal richtig interessant werden. Okay, dum-di-dum-di-dum. Ein paar Sitzbänke. So wird es hier dann wieder etwas hübscher. Ja, und was kann ich mir sonst noch so kaufen? Ich könnte mir noch ein paar Roboter kaufen, aber das ist zu teuer. Einen kann ich ruhig dazu holen. Geöffnet und Müll werde ich auch los. So. Jetzt gehen wir mal aufs Erholungsdeck hier. Gucken wir mal, ob wir hier auch ein bisschen Müll können, aber hier ist nichts. Okay. Und ganz nach oben wird eigentlich recht interessant, weil hier haben wir. Ah. Hier waren gerade Sauerstoff-Dinger. Oh, Kamera. Sauerstoff. Ach, zeigt ja auch an, was ich davon kriege, ja? Hier wird es angezeigt. Das ist ja recht cool. Wo auch immer Sauerstoff herkam. Und wieder runter. Ja, anscheinend haben wir alles geschafft. Glückwunsch. Und es gibt einen weiteren Punkt, den ich ansprechen muss. Tatsächlich war dies nicht das letzte Testszenario. Diese Falschinformation wurde ebenfalls dazu genutzt, um eine Stresssituation zu erzeugen. Ja, hat nicht so ganz geklappt bei mir. Trotzdem bleibe ich dabei. Ein etwas anderer Sprecher wäre genial gewesen. Fortan werde ich Ihnen selbstverständlich keine. Ups, und weg ist es. Da sind wir. Nächste Mission. Dann gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Der Gefängnisplanet. Also es ist wirklich eins zu eins ähnlich, so angesiedelt wie das erste Startopia, nur werden hier solche Sachen wie, ich glaube, Forschung wird hier übersprungen. Weiß nicht, woran es genau liegt. Okay, willkommen, Commander. In diesem Testszenario geht es um eine Startopia-Basis, die den Planeten Cerberus
Ah, Cerberus, ne? Dreiköpfige Hunde, 42 umkreist. In der galaktischen Datenbank findet sich dazu, das Cerberus-System wurde von der Interplanetaren Republik als gebündelter Ort für unliebsame Subjekte wie etwa Kriminelle und Whistleblower verwendet. Die Kriminellenrate liegt hier bei 99% mit einer Fehlertoleranz von 1%. Und es sind gleich zwei Schotten auf. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Müll haben wir mal gleich eingesammelt hier. Ja, und los geht's. Wir gucken mal ganz kurz, was hier so rumfliegt. Eine Schleuse. Ein Frachtraum. Eine Kommunikationszentrale. Achtung, Achtung. Und eine Recyclingstation. Als nächstes ein Kojentrakt. Und der zweite Kojentrakt. Gefolgt von nichts. Gefolgt von dem ein oder anderen Mülleimer. Und einem Sauerstoffgerät. So, das ist schon mal auf. Ihr seht hier zwei Eingänge. Und jetzt halt die Kojentrakt-Geschichte. Und wir sehen hier auch einen neuen Alien. Der ist groß und stämmig. Ein Red Gloom. Polarregion mag er. Ist eher aus dem Kalten. Aber mal gucken, was der so machen kann. Alles klar. Ihnen mangelt es an Gratorianer arbeitet für den Raumkommunikation. Jo. I know, I know, I know. Da seid ihr. Hohe Fähigkeit. 3. Und für den Recycler brauche ich dann die da. 4. So, die sind schon mal angestellt. Ah, oh ja, jetzt haben wir auch Forschung offen. Jetzt so funktioniert leider hier nur Forschung. Das ist ein wirklichen Manko, was ich ansprechen muss, mehrfach. Mir gefällt es nicht, dass wir so forschen. Ich finde die andere Forschung bei dem anderen Satopia-Urgestein viel besser. Aber das könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Als erstes möchte ich eine Krankenstation freischalten. Ja. Und die bauen wir auch als allererstes. Grace.
Mich interessiert jetzt zum Beispiel, da bin ich ja so ein kleiner Fan von, sehe ich die Raumschiffe, die ankommen. Wenn hier eins ankommt, sehe ich das über die andere Schleuse auch? Wenn ich so mache? Oder ist es bildlich nur in diesem Ding dargestellt? Da bin ich immer so völlig unnütze Sachen für einige Leute, aber so bin ich. Das interessiert mich. Okay, ich möchte eine Fabrik haben. Was muss ich dafür tun? Fuzzy, Energie für Akku, Frachtraum, Fabrik. Ressourcen sammeln und einlagern. 5. Sollte jetzt gehen, ne? Ursprünglich war eine Voraussetzung dieses Testszenarios, dass es keine Krimi. Aktivtore. Okay. Einmal drumherum. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Kriminelle erkenne. Dafür bräuchte ich dann halt sehr schnell ein Gefängnis. Touristen, Pauschaltouristen, Kampf. Sabotage, geht alles noch nicht. Aber Fuzzies hätte ich gern freigeschaltet. Die Röhre brauche ich eigentlich nicht. Biotopf brauche ich auch nicht. Das. Den brauche ich aber später für oben und eine Akkufarm ist eigentlich auch nicht schlecht. Die muss ich noch freischalten, die beiden Sachen. Das sind jetzt ja nur... Erforsche das hier. Und da brauche ich das Café für. Für Töne. Was es jetzt damit zu tun hat, dass das hier alles auf Tourismus aufgebaut hat, habe ich ja schon mal erklärt, dass ich finde, dass es eher eine Art Kommerzbasis ist und keine Lost World sozusagen, wo wir den Aliens helfen müssen und es alles ein bisschen dreckig und verkommen wirkt. Das ist hier nicht der Fall. Vielleicht will das auch einfach gar nicht so sein. Okay, schauen wir mal weiter. Nur mehrere Statuen dahin. 4 Stück. Die Dinger hier unten laufen gut. Geld machen wir. Das ist nicht das Problem.
Sie haben die höchste Besucherkategorie für dieses Szenario mittels Technologie erreicht. Wenn Sie es nun noch schaffen, Sicherheitszentralen und Brick freizuschalten, können wir uns endlich dem eigentlichen Ziel des Szenarios zuwenden. Ich hoffe, ihr könnt von Kohlenstoff durchdrungenes Rechenzentrum. Können wir sowas. Bla bla bla. Okay, Sicherheitszentrale und Brick. Ich hätte einen Parasiten auf dem Kopf. Okay, Sicherheitszentrale. Da ist er. Wir brauchen dafür 200. Brick braucht die Sicherheitszentrale. Das heißt, wir brauchen hier. Ja, das gleich geht's. Gleich geht's. Gleich können wir freischalten. Das meine ich mit Forschung. Also, ich würde jetzt. Ah ja, egal. So, jetzt ist sie freigeschaltet, die Sicherheitszentrale. Die ist recht groß, wie ihr seht. So. Unser Krankenhaus läuft aber recht gut, wie ich finde. Da müssen wir uns derzeit nicht beschweren. Was habt ihr denn alle? Du stinkst auch, du schwitzt. Bei dir ist weiterhin der Parasit. Der stinkt, der schwitzt. Und der isst seine Medizin gerade. Und da geht es ihm auch schon wieder besser. Wellness-Touristenbedürfnisse. Kriminelle kommen wie normale Besucher an Bord, um sich zu amüsieren. Allerdings sind sie schlecht gelaunt. Dauerhaft eine schlechte Wertung. Und bestehlen andere Aliens, wenn sie mit diesen reden. Ist ein angestellter Alien kriminell, arbeitet es deutlich schlechter als normal. Ihr könnt Kriminelle durch Drohnen von Bord werfen oder aber in der Brick resozialisieren lassen. Drohnenscanner Besucher besuchen und überprüfen so, ob diese kriminell sind. Leviathane. Stelle ich mal 4 Leviathane ein. Saubermänner. Bedürfnisse. So. Kein Stress. Okay, Leviathane können jetzt hier arbeiten. Das heißt, das Erste, was wir hier brauchen. Wir können auf jeden Fall einen Mecha bauen. Bauen wir mal den. Der braucht 3-mal das und 1-mal Schaltkreise. 1-mal Schaltkreise können wir hier in Auftrag geben. Das wäre das und das. Und das. Dafür braucht er Fasern. Fasern kriegen wir doch bestimmt. Von dem. Und von dem. So schnell kann es gehen. Die erste Drohne verlässt gerade die Sicherheitszentrale. Ach, hier oben, guckt mal hier. Hier sitzen die drauf und arbeiten. Das ist ja mal interessant. Hier ist die erste Drohne und die scannt jetzt Besucher. Der hat sich sogar kleine Raketen hinten auf den Flügel gemalt. Das ist ja süß.
20 kriminelle Aktivitäten wurden schon gemeldet. Die passt hier echt nicht hin. Der ist anscheinend kriminell. So, wir haben die Lootbox-Lotterie noch mal, schon mal freigeschaltet. Die ist das hier. Davon kommen hier zwei Stück hin. Und die Space Disco, die wird, denke ich, ganz schön viele Kriminelle anziehen. Hier ist wieder die Mordswarteschlange bei dem Haus. Vielleicht müssten wir hier unten noch einen weiteren Bereich hinbauen, aber ich habe hier halt eine gerne Übersicht, wie bei ihm hier. Den habe ich jetzt entlassen. Das war nämlich ein krimineller Mitarbeiter. Das waren nämlich Kriminelle. Ich hoffe, die gehen jetzt. Und da hinten baue ich noch eine zweite Sicherheitszentrale. Aber erstmal kurz den Müll hier aufsacken. Und in unserer schicken Fabrik würde ich gerne ein paar Fuzzies bauen. Kann ich die bauen? Wir brauchen mehr Fasern. Medikamente sind auch nicht schlecht, weil wir recht viele Kranke haben. Ich brauche das hier. Hier wachsen Fasern.
So. Ach, Herr Jemine. So, jetzt werden die Fassis wieder aufgeladen, Gott sei Dank. Das ist das Gefängnis. Da werden die Jotten alle reingeschmissen in dieses Loch. Scheint so. So, was brauchen die jetzt noch? Wir brauchen dann noch diese Dinger. Ja, die können aber ja auch nur produziert werden, wenn wir diese Fasern haben. Wie sieht es damit jetzt hier oben aus? Ja, wir müssen auch diese komischen Dryaden noch erstmal anstellen. Ich höre nie. So, okay. Alles Weitere werden wir, glaube ich, dann im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch alles Gute und ich bin mal gespannt, wohin das hier noch so führt. Haut rein. Tschüss.